Unsere Umwelt ist leider voller Gift, mit denen sich unser Körper auseinandersetzen muss. Daher ist Entgiftung im Alltag und auch Giftvermeidung so wichtig. Das erklärt nun Dr. Manuel Burzler, Arzt für mitochondriale Medizin und Epigenetik, im Gespräch mit Marcel Sarnoff, Coach für Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Mehr spannende Videos findest du bei uns mehrmals pro Woche. Daher lass am besten gleich ein Abo da und bleibe stets informiert. Und jetzt ganz viel Spaß bei folgendem Interviewausschnitt. Viele haben das ja gar nicht so präsent, dass man den Körper auch ab und zu mal entgiften sollte. Dementsprechend in der heutigen Zeit in Deutschland leben, wo kommen denn da diese ganzen Giftstoffe her? Weil jeder spricht ja davon, aber erstmal muss man ja sich vergiften sozusagen. Ja, also leider ist es so, dass unser Körper mittlerweile mit ganz, ganz vielen Giftstoffen belastet ist. Das ist nicht die Frage, sind wir belastet oder haben wir zu viel, sondern wie gut kompensiert der Körper eigentlich nur die Giftstoffe im Körper? Und ich sage meinen Patienten immer wieder, ja, wir schauen da jetzt mal nach, ob da ein Gift da ist. Aber ich weiß es, dass ein Gift da ist und nur der rationale Verstand will das meistens aber schwarz auf weiß wissen. Und wir bekommen dann Symptome oder auch Erkrankungen, wenn das Fass irgendwann so voll ist mit Giftstoffen, dass der Körper es nicht mehr kompensieren kann. Und was finden wir da? Wir finden Schwermetalle, ganz klassisch Cadmium, Quecksilber, Blei, aber vor allem auch Aluminium. Wir finden Mikroplastik, wir finden Pestizide, Insektizide wie Glyphosat. Wir finden aber auch zum Beispiel Tenside. Also Tenside sind Lösungsmittel, die das machen, was sie eigentlich machen sollen, Fett lösen. Und auch in unserem Körper zum Beispiel Fett lösen. Und was besteht aus unserem Körper aus Fett? Unsere Zellmembranen. Wir sind ein Wunderwerk von 50 Billionen Zellen. Und jede Zelle hat eine Membran. Und wenn dann so ein Tensid kommt, ja, dann macht dieses Tensid unsere Zellmembran kaputt. Und da entsteht dann eine Zellmembranstörung. Und es können dann auch unterschiedliche Erkrankungen dadurch einfach entstehen. Okay, das heißt, du hast schon so viele Punkte angesprochen. Es gibt jetzt auch nicht die Ernährung, wo wir sagen können, sind wir vollkommen safe raus, egal wie wir uns ernähren, da kommen keine Giftstoffe mehr rein. Also egal, ob jetzt super fleischlastig, super vegan uns ernähren, rohköstlich, unser Obst im Garten selber anbauen, wir kriegen immer Giftstoffe auf irgendeinem Weg ab. Genau, leider findet man heutzutage wirklich überall Giftstoffe. Das heißt, in der Einatemluft. Ja, lebst du in der Stadt, haben wir hier sehr viel Cadmium und andere Dinge. Ja. Oder auch anderen Feinstaub, was da drin ist. Dann findet man in der Stadt immer Glyphosat. Auf dem Land findet man Glyphosat und Pestizide. Eine Freundin von mir, die lebt in einem Weinbaugebiet. Ja, ja. Da fliegt dauernd der Hubschrauber drüber. Natürlich ist die belastet mit Pestiziden, Insektiziden und so weiter. Also das darf man einfach nicht vergessen. Dann, wenn wir Obst und Gemüse essen oder in einem Restaurant essen gehen, finden wir hier konventionelles Gemüse, angebautes Gemüse. Natürlich ist dort was vorzufinden. Und leider ist es so, dass die meisten Studien, wenn man sich die anschaut, zum Beispiel zu Pestiziden und Insektiziden, dass hier nur erforscht wird, wie wirkt dieses Pestizid oder dieses Insektizid einzeln auf meinem Körper, aber nie kumulativ. Das heißt, wir finden mittlerweile eigentlich zum Beispiel auf einer Erdbeere 7, 8, 9 unterschiedliche Pestizide. Und wenn wir eine Erdbeere essen, dann nehmen wir die natürlich auf. Und was wissen wir eigentlich nur aus Studien, wie ein einzelnes Pestizid in unserem Körper wirkt, aber nicht die Kumulativwirkung, also wenn sich diese Dinge gegenseitig dann aufstauen. Und dann, wenn dann noch ein Schwermetall dazu kommt oder noch andere Dinge, dann können halt allerlei so Dinge passieren. Und wir leben mittlerweile in einer Umwelt, wo wir uns nicht mehr schützen können vor Giftstoffen. Wir können sie nur noch reduzieren, wie zum Beispiel halt dann zum Beispiel biologische Lebensmittel kaufen. Da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Aber einfach nur zu wissen, okay, ich lebe mittlerweile in einer Welt, in der ich mich teilweise schützen müsste vor Giftstoffen. Das heißt, ich sollte den Income reduzieren. Aber dass einem wirklich bewusst ist, okay, ich müsste vielleicht mal drüber nachdenken, diese Giftstoffe auch wieder loszuwerden, weil ein Teil lagert der Körper definitiv ab. Hi und danke, dass du bis hierher dran geblieben bist. Wir von Medumio legen großen Wert darauf, so vielen Menschen wie möglich
unabhängiges und wissenschaftlich fundiertes Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Gesundheit wieder in die eigenen Hände nehmen können. Wenn du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass uns doch am besten gleich ein Abo und ein Like da. Wir würden uns riesig darüber freuen. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Ja, lustig, dass du es gerade gesagt hast, weil ich komme auch aus einer Weingegend und das ist immer so brutal, wenn die da sprühen und das, der Nebel, der sprüht in jede Himmelsrichtung und ich drehe dann immer sofort gleich rum. Aber die Bauer teilweise, die sitzen einfach auf ihrem Wagen drauf und die kriegen das ja genauso ab. Und das ist schon ziemlich heiß. Vielleicht für den Zuschauer und Zuschauerin, die jetzt noch voll weit weg sind von dem Thema, woran merkt man dann, dass man vergiftet ist? Gibt es da so Anhaltspunkte, dass man merkt, oh Mensch, das ist nicht so ganz normal oder der Arzt findet vielleicht auch nichts, vielleicht ist das eine Vergiftung? Also es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Vergiftung und Belastung. Mhm. Wenn man vergiftet ist und also praktisch akut toxisch vergiftet ist, dann ist es natürlich ein großer Unterschied und dann gibt es unterschiedliche Symptome je nach Giftstoff. Ja. Oder aber wenn man belastet ist, leider so eine Belastung entsteht chronisch und häuft sich an wie in so einem Fass. Und wenn dann das Fass überläuft, dann hat man irgendwelche Symptome, zum Beispiel Müdigkeit, man ist schlapp, man ist nicht mehr so leistungsfähig und. Oder es entstehen bestimmte Erkrankungen. Ja, ich habe eine ganz, ganz schöne Geschichte von einem 8 Jahre jungen, kleinen Jungen, der zu uns in die Praxis gekommen ist. Und der hatte Rheuma und hätte eigentlich ein Immunsuppressivum nehmen sollen. Und dann hatten wir hier geguckt, okay, was hat denn dieser Junge? Mit welchen Giftstoffen ist er belastet und was funktioniert denn hier nicht so gut? Und bei ihm hat man gesehen, dass die Zellmembran nicht richtig funktioniert hat. Das heißt, in jeder einzelnen Zelle im Körper hat die Membran nicht mehr richtig funktioniert und dadurch kann die Zelle ihr Spannungspotenzial in der Zelle nicht mehr halten, dadurch auch bestimmte Signalwege in der Zelle funktionieren nicht mehr, bestimmte Prozesse in der Zelle funktionieren nicht mehr optimal. Und da ist bei diesem Jungen dann Rheuma entstanden. Das heißt, was haben wir da dort gemacht? Wir haben die Membranen wieder versucht, dass sie funktionieren. Wir haben sie therapiert. Wir haben den Jungen entgiftet. Und nach einem Jahr, der kam zu uns im Rollstuhl, und nach einem Jahr war tatsächlich dieser Junge wieder fähig, am Sport teilzunehmen, ja, in der Schule, und musste kein Immunsuppressivum nehmen. Und das ist sozusagen das, was wir machen in der Praxis. Wir suchen nach der tiefer liegenden Ursache. Warum entsteht denn eine Erkrankung? Weil der Körper ist nicht so blöd. Ja? Der Körper will sich eigentlich immer gesund erhalten, aber er hat die Fähigkeit dazu sozusagen vergessen oder eher verloren, weil die ganze Zeit irgendwo ein Trigger da ist, der ihm schadet. Und dann entsteht halt bei XY entsteht Rheuma, bei XY entsteht dann zum Beispiel eine andere chronische Erkrankung. Und deswegen ist es halt teilweise so diffus. Und Giftstoffe sind halt einer der größten Faktoren, warum Erkrankungen entstehen können. Vor allem auch zum Beispiel Darmerkrankungen, ja, chronische entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis oder auch Morbus Crohn. Da spielen hier Giftstoffe eine ganz, ganz große Rolle. Okay, wow. Darf ich noch mal kurz fragen, der 8-jährige Junge, weil das ist ja schon ein brutal junges Alter, was hat der falsch gemacht? Wovon hatte der zu viel? Und wie merkt man das? Macht ihr dann einen Bluttest oder wo habt ihr das gesehen dann? Genau, also wir haben uns zuerst angeguckt bei so einem 8-jährigen Jungen. Da fragt man sich dann schon, okay, wenn der jetzt schon Rheuma entwickelt und auch so stark und im Rollstuhl sitzt, was funktioniert denn da nicht richtig? Und dann haben wir so ein Standardpanel, was wir einmal durchfahren. Das heißt, wir haben uns hier ganz, ganz klar angeguckt, okay, wie stark ist derjenige entzündet? Wie stark ist er aber auch oxidiert? Das heißt, wie hoch ist zum Beispiel, das nennt man bei uns das oxidierte LDL, schauen wir uns da an, die Lipidperoxidation. Das heißt, wie stark ist dieser oxidative Stress? Und dieser oxidative Stress führt am Ende zu Entzündung im Körper. Und das war bei diesem Jungen extrem hoch. Wir haben gesehen, dadurch ist die Zellmembran auch kaputt gegangen immer wieder. Der Junge hatte einfach zu wenig gute Fette auch zu sich genommen. Mhm. Ja, es lag dann am Ende auch an der Ernährung. Und natürlich haben wir dann auch geguckt im Blut, beziehungsweise haben wir nachgeschaut, wie stark sind die Mitochondrien in der Zelle belastet mit unterschiedlichen Umweltgiften. Also die Zelle, aber auch die Mitochondrien. Die Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke in der Zelle, die für uns Energie produzieren. Und wenn die nicht richtig funktionieren, dann können wir unterschiedlichste Erkrankungen entwickeln. Ja. Also beinahe bei jeder Erkrankung ist eine Mitochondriopathie dabei. Wenn man kranke Mitochondrien hat, dann hat man eine Mitochondriopathie. Und das findet man beinahe heutzutage bei jeder Erkrankung. Mhm.
Und deswegen ist es so wichtig, sich die Mitochondrien auch anzuschauen. Und das Spannende ist, dass wenn man sich die Mitochondrien tiefer anschaut, kann man auch herausfinden, mit was ist denn diese Zelle hauptsächlich gerade beschäftigt, mit welchem Giftstoff. Und dort finden wir dann vor allem bei so jungen Menschen vor allem Pestizide und Insektizide oder Schwermetalle, die sie zum Beispiel schon während oder seit der Geburt haben. Denn leider ist es so, dass die Schwangerschaft eine der besten Entgiftungsmöglichkeiten für die Mutter ist. Mhm. Ja, so ein kleines Kind kriegt sehr, sehr, sehr viel ab. Und also freie Dinge, die im Blut rumflorieren, ja, während der Schwangerschaft kriegt ein Teil davon das Kind ab. Und muss man mal hinhören als Therapeut auch ab und zu mal, denn häufig sagen Schwangere, wenn die chronisch erkrankt sind und schwanger sind, während der Schwangerschaft ging es mir ganz schön gut. Ja, und das liegt auch daran, weil man so einen Teil leider davon abgibt. Ja, und dann haben wir den kleinen Jungen aufgebaut, die Membran wieder aufgebaut, die Zellen wieder aufgebaut und die Mitochondrien wieder aufgebaut, ihn entgiftet, die Giftstoffe rausgeholt, vor allem bei ihm jetzt Insektizide und Pestizide. Und nach einem Jahr hat er sich relativ gut regeneriert. Und der Rheumatologe hat dann so gesagt, naja, das war wohl eine Falschdiagnose. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das war keine Falschdiagnose. Wir haben nur halt die Ursache therapiert. Ja. Das war es mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Auf unserem Kanal findest du viele weitere spannende Videos. Poste gerne einen Kommentar und teile deine Erfahrungen mit diesem Thema mit uns und unserer Community. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Quellen und weitere Infos findest du übrigens in unserer Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!